Stefan Meross, bittere Neuigkeiten für alle immer wieder Sonntagsfans. Große Enttäuschung für alle immer wieder Sonntagszuschauer. Das traurige TV-Aus besteht bevor. Am kommenden Sonntag flimmert immer wieder Sonntags wieder über die deutschen Mattscheiben in den heimischen Stuben. Doch das dürfte vorerst das letzte Mal gewesen sein. Stefan Meross, ein letztes Mal immer wieder Sonntags. Immer wieder Sonntags konnte auch diesen Sommer für mächtig tolle Schlagermomente sorgen. Stefan Meross, als Moderator der ARD-Sendung, begleitete die Zuschauer vor den Bildschirmen durch stimmungsvolle Vormittage und begrüßte eine Reihe hochkarätiger Gäste. Doch damit ist fürs Erste Schluss. Denn am kommenden Sonntag, den 27. August, flimmert das letzte Mal für diese Saison die Schlagerkultshow über die Bildschirme. Der Sender verkündet auf Facebook: Mensch, das ging schnell, schon wieder Endspurt bei immer wieder Sonntags. Stefan Meross begrüßt ein letztes Mal für dieses Jahr Gäste wie Patrick Lindner, Lukas Cordalis, Eloy de Jong und Vincent Groß. Ein famoses Finale einer ereignisreichen Staffel. Doch das Show-Aus ist für die Fans ein Grund zur Trauer. Auf Facebook schreiben Zuschauer: Schade, dass es am kommenden Sonntag die letzte Sendung und die Saison vorbei ist und ja, leider. Punkt. Es könnte noch etwas weitergehen. Die Fans richten sich mit ihrer Trauer auch direkt an Moderator Stefan Meross. Schon, das ist dann wohl das endgültige Aus vom Sommer. Das geht viel zu schnell. Ich hoffe, man sieht dich bald wieder in irgendeiner Show. Die Chancen stehen gut, dass die Kultshow auch im nächsten Sommer mit Stefan Meross zurückkehren wird. Immerhin haben die Fans ihrem Idol trotz seiner Eskapaden die Treue gehalten.